Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Und unser guter Freund Ada Wally ist nicht mehr an unserer Seite momentan. Und auch uns hat es jetzt, oder verschlägt es jetzt, wieder auf die Insel der Assassinen. Da liegt wohl die letzte Chance für uns. Und mal sehen, ob wir jetzt willkommen sind in den Reihen der Assassinen oder ob wir wieder ausgestoßen werden von dem Chef. Tulum. Ja, mit unserem schicken roten Baronsmantel hier auch noch. Also so ganz gefällt mir der ja nicht, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr ja mal schreiben. Und dann kaufen wir entweder einen neuen, gehen wieder zu dem alten Outfit zurück oder bleiben bei dem. So, hier sind die ganzen Assassinen zu Hause. Und dann schauen wir mal, wen wir hier so treffen. Da ist schon Ada Wally. Alles ist erlaubt. Herr Gott, Hattie, was ist denn hier geschehen? Du bist geschehen, Edward. Der Schaden von vor 6 Jahren ist noch nicht verheilt. Es ist nicht leicht, mich zum Freund zu haben, oder? Bist du deshalb hier? Neben jemandem zu kämpfen, der so von Reichtum und Ruhm besessen ist, ist ein hartes Los, Edward. Und ich habe erkannt, dass die Assassinen und ihr Credo ein ehrenvollerer Kurs sind. War ich zu hart zu dir? Nein. Jahrelang streifte ich umher, nahm mir alles, was mir gefiel, und scherte mich nicht um die, die ich verletzte. Nun stehe ich hier, mit Reichtum und einem Ruf, doch keinen Deut klüger als einst. Und wenn ich zurückblicke auf den Kurs, den ich einschlug, so ist mir kein Mann und keine Frau geblieben, für die ich lieber bin. Es ist noch Zeit, das zu ändern, Captain Kenway. Mary. Bevor sie starb, bat sie mich, alles in Ordnung zu bringen. Zu richten, was ich zerbrach. Könnt ihr mir helfen? Mary hat euch sehr gern gehabt, Edward. Sie sah etwas in eurer Haltung, das ihr Hoffnung gab. Ihr würdet euch uns eines Tages anschließen. Aye, das sagte sie. Und was haltet ihr von unserem Credo? Schwer zu sagen. Denn wenn gar nichts wahr ist, warum noch an irgendwas glauben? Und wenn wahrhaft alles erlaubt ist, warum nicht jeder Laune folgen? Ja, warum nicht? Es mag sein, dass diese Idee nur der Ursprung einer Weisheit ist, nicht seine finale Form. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Edward, den ich vor vielen Jahren traf. Also, was denkt ihr? Ich muss mich noch daran gewöhnen. Der zweite Angriff diesen Monat. Ich hätte schon vor Jahren umsiedeln sollen. Ich habe das alles zu verantworten, doch nun werde ich euch beistehen. Es bedarf mehr als ein paar Gefallen, um ein wahrer Assassine zu sein, Edward. Ein Schritt nach dem anderen. Jetzt haben wir den Wurfpfeil bekommen. Tödliche Klingen mit Widerhaken drücken Sie Dreieck, wenn Sie über ein Ziel befinden. Attentat zu verüben, halten Sie. Um ein Attentat zu verüben und den Gegner zu hängen. Okay. Ziehen Sie auf einen Gegner und drücken Sie Dreieck, um sich heranzuziehen. Drücken Sie auf um ihn zu schlagen. Wachen mit Hilfe der Wurfpfeile hängen. Wachen mit Hilfe der Wurfpfeile heranziehen. Na, das können wir ja mal probieren. So, wir sind bei den Assassinen. Wie gesagt, und die werden immer noch angegriffen, nachdem wir
quasi die Karten verkauft haben. Nun. So, du wirst gehängt, Kollege. Ey. So, wir benutzen die Wurfpfeile, so wie es in den optionalen Zielen angestrebt wird. Aber wir haben gar nicht mehr so viele. Wie sollen wir das denn machen? So, jetzt müssen wir erstmal hier noch einen hängen. Sieht sehr brutal aus. Alter Schwede. Haben wir ihn nicht gehängt? Seltsam. Irgendwie hat das nicht gezählt, ne? Nun gut, dann machen wir erstmal mit unserer althergebrachten Form des Kämpfens weiter. Wenn es mit den Hängen nicht so gut funktioniert. Also der war ja eigentlich, hat er ja keinen Mucks mehr von sich gegeben, ne? So, weiter geht's zum Ufer. Jetzt mal gucken, wer da hinter dem Angriff steckt. Vielleicht ist das wieder... Die Soldaten am Strand eliminieren, den Captain eliminieren. Okay, das scheint niemand Großes zu sein. Einfach nur ein Spani-Erl. Aber wir müssen hier noch ein paar Soldaten eliminieren. Und dann den Captain, yo. Direkt mal in die Bombe reingelaufen. Habe ich gerade nicht so gecheckt. Aber naja. Was will man machen, ne? Oh, ich renne einfach hier ein bisschen rum und übernehme so ein bisschen. Der Feigling versteckt sich auf seinem Schiff. Na, das mache ich doch glatt. Für die Assassinen tue ich alles. Also, jetzt auf einmal. Na, 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 na. Ah, ich dachte, ich komme damit bis an das Schiff heran. Aber doch nicht so. Wie geplant. Achso, ich wollte ja Schwerter. Wie sie alle um ihn rumstehen. So. Aua. Warte mal, wir machen mal was. Bam. Macht's uns immer ein bisschen leichter. Uiuiui. Nicht, dass wir hier noch sterben. Aber wir brauchen nur noch zwei. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Oder was? Uiuiui, Bombe. Geschafft. 90% Synchronisierung. Aber warum das mit dem Hängen nicht geklappt hat? Seltsam, seltsam. Auch diesmal habt ihr unseren Dank, Edward. Nun seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich etwas aus vor der Weiterreise, wenn ich darf. Wie geht's Ihrem Kind? Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid.
Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht will Gott mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein, so wie ich mich aufführe. Fluchen und trinken und kämpfen. Du hast dein Kämpferherz, Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Read, die es mit der ganzen Royal Navy aufnahmen. Nur ihr beide. Das ist wahr. Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Ach, Edward. Alle sind fort, nicht wahr? Mary, Rackham, Thatch. Und der Rest? Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Inneren? Tu ich. Teufel auch, ist euch. Diese Musik und diese ja, Ereignisse, ey, da könnte man ja halb anfangen zu heulen. Mann, 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 Mann. Anker setzen! Ich weiß sehr wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spione und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros, dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Canway. Ich glaube, ihr findet ihn. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Quartiermeister! Wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain, sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonny. Den Befehl. Anker lichten und Segel setzen, Männer. Wir segeln nach Jamaika. Anne kommt jetzt mit uns. Wie fühlt es sich an, so laut zu brüllen? Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Hinter der Theke im Old Avery, meinst du? Ja, unter anderem. Außerdem bin ich mit Mary und Rackham gesegelt, vergiss das nicht. Natürlich. Mary hat sich um das Schiff gekümmert, Jack erledigte das Trinken. Hat sie dir je verraten, wer der Vater des Kindes war? Es war ein junger Bursche. Ein Seemann auf unserer letzten Fahrt. Der arme Kerl kam im Kampf ums Leben. Der einzige Mann nüchtern genug, sich zu wehren. Es gibt so vieles, was ich von Mary nicht wusste. Ich hieß sie einen Freund. Doch war ich auch einer für sie? Sie hielt große Stücke auf dich. Mach dir deshalb keine Sorgen. Oh. Gut, das zu hören. Ah, der gute Edward trauert um seine Mary. Seht mal hier, da ist etwas in der Tiefe unter uns. Nun gut, liebe Freunde, wir haben eine neue Quartiermeisterin. Ich weiß nicht, wohin es Ada Wally treibt. Auf jeden Fall ist er noch mit den Assassinen unterwegs. Wir machen uns auf nach Jamaika. Und ich verabschiede mich für heute und für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns übermorgen wieder bei Assassin's Creed. Und bis dahin, tschüss.